Hallo, hallo ihr Menschen da draußen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge I am Fish. Wir spielen diesmal das Level 2, ja, mit unseren kleinen Goldfisch und ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber ich glaube nicht, ja, also ich glaube nicht, dass man das jetzt noch sehen wird, aber wir sind ja ins Meer gesprungen in der letzten Folge und danach hat uns ein kleiner Junge gefunden und uns auf den Dachboden gepackt. Poden. Werft ihn auf den Poden! Werft den Burschen zum Poden! Und hat uns eben auf den Dachboden gepackt. Und ich schätze mal, dass wir jetzt von hier beginnen werden, aber es lädt noch. Actually hätte ich gleich das Level starten können, dann hätten wir uns den Loading Screen erspart. Aber was tut man nicht alles? Ja, genau. Okay, das habt ihr leider nicht gesehen. Das ist nämlich im Level 1 am Schluss noch dabei. Und das habe ich dann eben wir kennen diese Szene bereits aus der Demo, wenn ihr das auf meinem Hauptkanal gesehen habt. Darum sterbe ich jetzt einfach instant. Ich möchte das eigentlich jetzt relativ schnell abschließen, weil kein Bock auf Dinge, die ich schon mal gemacht habe. Ja, aber natürlich gehört das gemacht, sonst können wir nicht weiterspielen. Und das wäre natürlich dann ganz genauso doof. Also speedrunnen wir das jetzt vielleicht ein bisschen, wenn es geht, und wenn nicht, also wenn ich merke, ich sterbe jetzt öfter dadurch, dass ich sage, ich speedrunne, dann natürlich muss ich ein bisschen runterbremsen, Gang runterschalten, ja. Aber ich glaube, das passt schon, wir bekommen das ganz gut hin. Ich roll da jetzt einfach, ich weiß halt, wo ich überall hin muss. Natürlich werde ich vielleicht trotzdem ein paar Mal sterben müssen, aber das ist alles kein Problem, es ist ja Teil des Let's Plays. Wir können ja da derweil über Dinge reden, die uns am Herzen liegen. Wissen wir, vor allem uns. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, also dass ich auf diesem neuen Kanal eher wenige Zuschauer habe. Aber das macht doch auch gar nichts. Erstmal gucken, also die Grafik nochmal genießen, natürlich ist auch klar. Aber vielleicht gibt es ja irgendwo wirklich kleine Dinge, die wir einfach in der Demo noch nicht hatten. Diese Brotkrummen da zum Beispiel. Könnte ich mir gut vorstellen, dass man die irgendwo auf einem speziellen Weg bekommen könnte. Wenn man da jetzt vielleicht noch ein bisschen runter. Nein, okay. Na, dann rollen wir aufs Dach und aufs Trampo. Dann. Genau. In den kleinen Teich. Und dort schwimmen wir in das Loch. Genau. Ja, ich weiß nicht, wieso es gerade ein bisschen leckt. Das ist vielleicht noch, weil ich gerade frisch meinen PC gestartet habe. Vielleicht braucht das eine Weile. Normal, also gestern hatte ich keine Probleme mit der Demo, eigentlich auch nicht. Also von dem her, keine Ahnung. Wird sich aber einpendeln. Ich glaube, es gibt Schlimmeres. Das sind Venture nur so wie jetzt kurz Einbrüche. Wenn das jetzt öfter vorkommt, muss ich mir das irgendwie angucken, weil da macht es natürlich auch nicht ganz so viel Spaß. Okay, alles klar. Ich weiß jetzt auch, dass wir hier bei dem Spritzen dann sterben könnten, theoretisch. Und dass wir hier einfach nur ganz schnell darüber schwimmen können, theoretisch. Und das eigentlich alles kein Problem sein müsste für uns. Okay, so viel zu kein Problem. Okay, jump! Da sind wieder viele Dinge. Noch mal wieder in die Richtung. Am besten, glaube ich, ist, ich schwimme mit der Strömung mit. Dann kann ich scheinbar doch keinen Speed auf. What the fuck? Warum springe ich da nicht hoch? Ich sterbe gleich wieder an der Spritze wahrscheinlich. Das ist mir schon mal passiert. By the way. Okay, runter. Hoch. Okay. Hallo? Vielleicht gegen die Strömung? Macht aber auch wenig Sinn, oder? Ja, macht wenig Sinn. Diese Stelle hatte ich nicht so schwer in Erinnerung. Ich meine, ich bin einmal gestorben, aber abgesehen davon hatte ich sie relativ zügig. Okay, ich probiere es jetzt.
verstehe halt nicht, warum man da überhaupt keinen Schwung zusammen bekommt. Also gar keinen. Werde ich. Achso, vielleicht, weil ich, wenn ich unterbrochen werde von irgendeinem Ding. Das war knapp, aber ich hinterfrage es jetzt einfach nicht. Ich nehme das Geschenk Gottes an und in den nächsten Tunnel. Ja, hier seht ihr auch das ganze Gameplay, also seht ihr dann die vollen Levels tatsächlich. Weil ich habe ja einige Parts rausgeschnitten im anderen Video, beziehungsweise in einem anderen Zweiteil. Ich bin gerade noch am Schneiden, deswegen weiß ich das noch nicht genau, aber ich glaube, ich werde es in zwei Parts cutten tatsächlich. Weil das für mich eigentlich die bessere Option ist. So habe ich nämlich zwei Videos. Und wenn ich es in einem lassen würde, würde es 40 Minuten dauern und keine Sau wird sich das 40 Minuten lang geben. Und ja. Wir spielen wieder das Rennen. Diesmal sind wir aber eigentlich schon vorbereitet darauf, dass uns der verfolgen wird. Und wir versuchen, bestmöglich, natürlich. Aber wird denn das im Hauptspiel irgendwie demonstriert, dass man da weglaufen muss? Steht da jetzt irgendwie... Hey! Greg heißt er. Okay. Also die Musik finde ich trotzdem geil. Warum bewegt sich der Fisch nicht? Okay, jetzt. Okay. Ja, Greg. Einfach da den Steinen ausweichen, bestmöglichst. Natürlich gelingt das nicht ganz. Come back! Come back! Okay, jetzt macht das aber Sinn, wenn der schreit, ja? Weil er seinen Container halt wieder haben möchte. Das ist auch klar. Es macht immer noch keinen Sinn, warum der uns einfach raushaut und tötet, weil er kann uns ja einfach theoretisch rauscashen oder irgendwas. Aber es macht zumindest Sinn, dass er seinen Container haben möchte. So, in der Demo war hier das Level vorbei. Ist das jetzt genauso? Jo, ist vorbei. Respawns einer? Tatsächlich war das echt nicht schlecht, aber ich habe gar kein Brot gefunden. Das ist ein bisschen sad. Ein bisschen ein Trubel im Park. Also da kann man wahrscheinlich alles fit im Oberstübchen. Okay. Wir können natürlich ein paar extra Folgen machen, wo wir zumindest ein paar von diesen Brotstücken da extra suchen werden. Wird schon Bock machen, das Ganze auf 100% zu spielen. Aber ich glaube, das wird zu lange dauern und ich glaube, dass dann gar keiner mehr Bock hat zum Zuschauen. Aber das müsst ihr mir dann sagen, beziehungsweise das muss ich mir selbst sagen, ob ich dann noch Bock habe überhaupt. Aber Level 2 ist super schnell gespeedrunnt. Speedrun, aber relativ schnell geschafft, weil wir nicht recht oft gestorben sind. Und am Anfang hat das Spiel immer ein paar Frame-Einbrüche, wenn es noch nicht fertig geladen ist. Und da machen die jetzt Yoga oder was? Alles klar. Ist das Yoga oder einfach sind das einfach nur Dehnungsübungen? Ich kann das auf schwer einschätzen. Aber ich finde das lustig, dass sie da einfach so random im Park dastehen und einfach... Ja. Mich würde es interessieren, der steht da jetzt einfach da bei seinem leeren Container, oder was? Das zum Beispiel, meine lieben Freunde, ist ein weiteres süßes Detail, das dieses Spiel verdammt geil macht. Aber ich meine, ja, okay. My poor bucket. My poor bucket. Ist der jetzt kaputt, oder was? My poor bucket. Ja. Da bin ich jetzt gespannt allerdings, wo ich da jetzt hinschwimmen kann. Ja, ich habe mich in einem Plastikbecher verhangen. Wow. Ja, wenn der da... Mich stört's nicht, ich sag's ganz ehrlich. Mein poor bucket. Aber das zum Beispiel ist schon wieder ein süßes Detail, dass er dann mein poor bucket sagt. Okay, man stirbt einfach, weil man mit Müll konfrontiert wird. Okay, ja nochmal, sorry. Aber wo muss ich da jetzt hin? Gibt es da irgendwo ein Rohr wieder oder sowas? Ah, da gibt es auf jeden Fall ein Brotstück. Das genehmige ich mir. Okay.
Stretch. Finde ich cool, dass die Menschen alle reden. Du musst dir mal denken, du magst ein Fischspiel, wo der Hauptaspekt einfach das Schwimmen mehr oder weniger auf Jump'n'Run, also Jump'n'Run, Swim and Jump'n, Swim oder so ist und eigentlich ein Geschicklichkeitsspiel und du baust zu viele süße Details ein, das gefällt mir einfach, das ist einfach wirklich der große Pluspunkt. Ich meine, ich würde das Spiel so oder so spielen, weil es einfach lustig ist, einen Fisch durch verschiedene durch verschiedene Gewässer und Lebenssituationen und Dinge halt einfach zu manövrieren, ja, also mit dem Fisch einfach da, ja, musst du mal schaffen, also musst du mal machen so ein Spiel. Ah, okay, da ist Wasser in der Rinne, okay. Macht natürlich Sinn. Ja, ich werde mich heute auch genauso noch öfter räuspern, aber ich glaube, darüber könnt ihr hinwegsehen, weil... Oh, alles klar. Wir sind jetzt mit irgendeinem anderen random Fisch in einem Fischglas. Ich weiß nicht, ob mir das gut gefällt oder nicht, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall random Fun Fact. Okay. Wir haben zwei Brotstücke schon gefunden. Das ist eigentlich funny. Ich meine, ganz ehrlich, die Brotstücke würde ich eigentlich gern alle suchen, aber es ist halt, dann dauert das Let's Play so ewig lange und man kommt halt nicht vom Fleck. Ich meine, das ist theoretisch nicht schlecht, dass ich meine. Ein langes Let's Play kann auch schön sein und vor allem, wenn du wirklich 100% magst. Aber für 100% bin ich actually gerade zu schlecht und habe zu wenig Brotkrumen gesammelt. Deswegen kann ich da schwer sagen, ich mache jetzt einen 100% Run. Weil da müssen die ganzen... Boah, die Musi ist geil. Die Musi. Deswegen kann ich... Ich müsste halt einiges nachholen, dass ich da jetzt noch 100% machen könnte. Und ich glaube, ich müsste fast jedes Level mindestens 2-3 Mal spielen, damit ich das richtig schaffe, weil es gibt ja Spots, an denen kannst du nicht mal zurück und dann suchen. Die Musik ist cool. Ich weiß nicht, was ich in dem Raum hier machen kann. Gucken wir mal. Hallo? Achso, da ist schon wieder ein Teppich. Das ist so schlimm. Die Teppiche sind echt anstrengend. Aber da kann ich gar nicht rüber, ne? Oder? Lass mal gucken. Nein. Kann man nicht. Okay. Das heißt, was ist meine Mission jetzt? Kann ich durch die Tür, aber ich kann auch nirgendwo. Das heißt, ich muss irgendwas im Boden finden, oder? Irgendwas. Oder kann ich einen Sessel umstoßen oder sowas? Einen Stuhl. Dann könnte ich theoretisch ja irgendwie vielleicht eine Rampe unabsichtlich machen damit. Actually kein Plan. Vielleicht in die Gläser rein. Bam. Geht auch nicht. Schade. Bin ein bisschen verwirrt. Vielleicht da irgendwie anstoßen. Ah, die Tür geht auf. Das ist natürlich wieder was anderes. Da drüben ist der Checkpoint, das heißt, da ist noch ein Brotstück. War fast klar. Da sind Wasserflaschen. Irgendwie süß das Game. So schön. Also wenn das Wetter so bleiben könnte in dem ganzen Spiel, dann wäre ich extrem zufrieden. Ich meine, es ist so, also wenn es mal... Es ist alles schön, ja. Es ist auch mal schlechtes Wetter schön. Also ich bin auch voll gespannt. Ja, ich bin einfach gespannt. Okay, jetzt sind wir zu schnell unterwegs. So. Ich glaube, da drüben ist nichts. Nee, da kommen wir nicht drauf, weil das sind Stufen. Sorry fürs Räuspern immer wieder. Das ist halt saunervig für euch. Aber es ist halt für mich notwendig, weil sonst habe ich. Sonst verliere ich meine Stimme ganz. Das ist auch nicht so cool.
Boah, es ist so anstrengend mit dem Glas zu spielen, mit dem Runden. Weil es irgendwie, ja, manchmal, es ist leicht zu spielen, theoretisch. Im Gegensatz zu diesem Zylinderglas, wenn ihr das noch kennt. Aber es ist halt natürlich, es hat halt auch so eine Schwere, so eine Trägheit. Das heißt, bis dass du einmal wieder die Richtung wechselst oder bis dass du einmal beschleunigst, ist dauert das halt ewig. Bis man bremst. Ich sterbe einfach. Oh Gott. Ich würde wieder an zwei Fische sterben müssen, theoretisch. Das ist eigentlich voll doof. Voll doof, ey. Nein, ich meine, du bringst einfach einen anderen Fisch um. Das ist so random. Oh, wie süß. Die haben sich gerade geküsst. Habt ihr das gesehen? Ich hab's gesehen. Oi. So. Okay, ein bisschen können wir die Folge noch machen. Wir können da runter gehen, ne? Ne? Oder müssen wir sogar da runter? Auf jeden Fall ist das so ein Sprungtuch. Oh. Ja, so viel dazu. So viel dazu. Okay, ich würde sagen, an dieser Stelle können wir die Folge perfekt beenden. Dann sehen wir morgen wieder alles von diesem Checkpoint aus. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr das gerne bewerten. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ja, schöne Zeit noch und alles und so. Ja, ciao.